Papst Franziskus, traditionell beim Gedenken an die Leiden und den Tod Jesu Christi am Karfreitag doch vor einem menschenleeren Petersplatz. Und auch der traditionelle Kreuzweg, diesmal nicht am Kolosseum und nur mit einer Handvoll Begleiter. Willkommen zu den Tagesthemen. Wegen der Corona-Krise änderte der Vatikan die Liturgie. Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, finden alle Osterfeierlichkeiten am Heiligen Stuhl ohne Publikum statt, alles nur im Livestream übertragen. Auch hierzulande sieht Glauben in Zeiten von Corona anders aus. Und wenn Priester und Pastoren nur noch vor leeren Rängen und mit Blick in Videokameras predigen, dann hilft so manche Gemeinde eben nach, damit sie sich vorn am Altar oder der Kanzel nicht ganz so einsam vorkommen. Wie kreativ Gläubige und Seelsorger mit der Situation umgehen, berichtet Jochen Schmidt. Der Pfarrer und der Elektroroller. In Spangenberg in Nordhessen ist Michael Schümers bekannt wie ein bunter Hund. Weil der evangelische Seelsorger immer schon ein bisschen kreativer ist in Glaubensfragen. Was haben Sie denn vor? Den Segen zu den Menschen bringen. In einer Zeit, wo digitale Medien ganz viel möglich machen, für die, die sowas nutzen, ist es einfach, Impulse zu geben oder kleine Andachten zu schreiben und Segen zu schicken. Aber gerade die Älteren, die eher tendenziell vereinsamen, weil sie weniger einkaufen gehen, weil vielleicht Jüngere sagen, bleib zu Hause, ich mach das für dich. Wie kann man die erreichen? Und so ist er zweimal in der Woche auf den Dörfern rund um Spangenberg unterwegs. Mit Flügelhorn und Lautsprecher zum Abendsegen. Straßenkirche, ganz nah, auf Distanz. Der Pfarrer und das alte Flügelhorn geben alles. Schafft immerhin ein bisschen Feierlichkeit auf dem Dorf. Statt Predigt ein paar Gedanken. Wie ist es dir ergangen heute? Was war gut? Und schön, dass du heute Abend sagst, Gott sei Dank. Bürgersteig-Seelsorge macht Mut als Anti-Corona-Soforthilfe. Wir sind ja eine alte Generation, wir mussten uns schon an ganz vieles gewöhnen. Und dann gewöhnen wir uns hier auch dran. Gott erleben mit dem Alltag, ist doch Gottesdienst, oder? Tschüss! Tschüss. Spricht's und fährt ins nächste Dorf. Und wir weiter in die Nähe von Marburg in Mittelhessen. Das jüdische Passafest Pessach hat viel mit Essen zu tun. Hier bei der Vorbereitung vor ein paar Tagen mit Vermummungsgebot, weil sie für die Älteren in der jüdischen Gemeinde mitkochen. Meerrettich, streng nach Tradition. Der Meerrettich soll uns an die bitteren Zeiten in der Sklaverei in Ägypten erinnern. Und natürlich dann auch die Tränen, die da geflossen sind, weil es so bittere Zeiten waren. Der Rettich schlägt zu. Das mit den Tränen klappt wunderbar. Ist immer noch nicht alles drin, ich werde wahnsinnig. Aber es gibt noch ein größeres Problem. Elektrizität ist einem orthodoxen Juden an Pessach verboten. Und damit auch alles, wie man sich technisch zusammenschalten könnte, um beim Festessen am sogenannten Sedertisch in einer Gemeinschaft zu sein. Per Videoschalte durch die Corona-Zeit darf gerade nicht sein. Also, nur weil es schwieriger ist, die Sachen über Bord zu werfen, finde ich eigentlich nicht okay. Also es gibt Situationen, wo es vielleicht gar nicht mehr anders geht. Aber in der Situation sind wir ja nicht. Das fände ich aber durchaus eine Möglichkeit, das liberaler zu machen. Weil ich finde, dass die Gemeinschaft für mich hier den höheren Wert hätte als der Strom. Corona macht einsam. Ohne Strom, ohne Telefon und Fernsehen und ohne Gemeinschaft. Das Loch jetzt zu füllen, ist das große Problem für alle. Auch die katholische Kirche. Noch ein Stückchen weiter in Mittelhessen, in Kirchhain, feiern die Röchers den Gottesdienst zu Hause. Wir fangen an mit Kreuz, dann, ne? Nee, wir fangen erst an, ich mach die Kerze an. Hausgottesdienst, die Vorgaben des Bistums als Download. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Okay, das ist ein Ersatz in Corona-Zeiten, aber ein richtiger Gottesdienst? Nein, da fehlt was, erklärt Alicia, die Mutter. Meine Tochter, ich habe ihr gestern gesagt, weil wir am Ostersamstag immer die Speisen, die wir dann am Ostersonntag essen, dann bringen wir zur Segnung. Das ist jetzt nicht da. Und dann habe ich ihr gestern gesagt, als wir beim Spazieren waren, du, wir gehen diesmal nicht segnen. Für alle, die von der Corona-Krise betroffen sind, vor allem die Erkrankten. Theresa spricht die Fürbitten. Gottesdienst am Esstisch, aber ohne Abendmahl. So modern die katholische Kirche auch gerade ist, das erlaubt sie nicht. Wie weit sich da die Kirche öffnen kann, sehe ich noch nicht so wirklich.
kann ich mir auch noch nicht wirklich vorstellen. Das wäre ein Grund, wirklich halt auch noch, oder ein ganz entscheidender Grund zu sagen, ganz digital wird es zumindest nach meinem Dafürhalten dann doch noch nicht gehen. Ganz egal, an wen du glaubst, erzählen sie beim Spazierengehen. Ob Juden, Christen, evangelisch, katholisch, alle sitzen gerade in einem Boot. Irgendwann werden wir vielleicht auch Lehren daraus gezogen haben oder wissen, wofür es gut war. Nämlich jetzt mal neue Wege zu gehen. Und darüber habe ich am Abend mit Heinrich Bedford Strohm gesprochen, dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland. Guten Abend, Herr Bedford Strohm. Guten Abend, Herr Zamperoni. Neue Wege gehen muss die Kirche in diesen Corona-Zeiten und bei aller Kreativität, die Gemeinden an den Tag legen, gerade in einer Zeit, in der die Kernaufgabe der Kirche so gefragt ist wie nie, also Gemeinschaft stärken, Trost spenden, da können Sie nicht liefern. Wie gehen Sie damit um? Ja, es ist schon ein sehr besonderes Osterfest dieses Jahr, denn wir denken ja an das Leiden und Sterben Jesu Christi in diesen Tagen. Heute ist Karfreitag. Jesus ist mit einem Schrei der Gottverlassenheit am Kreuz gestorben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist genau das, was die Menschen jetzt erfahren. Angst vor der Zukunft. Was wird werden? Was wird mit meiner wirtschaftlichen Existenz, meinem Arbeitsplatz, Menschen, die in den Kliniken liegen, vielleicht mit dem Tod ringen, Angehörige, die einen lieben Menschen verloren haben und die Beerdigung noch mit ganz wenigen Menschen haben können. Das alles ist ein Beispiel dafür, wie sich jetzt verschränkt die Erfahrung, die die Menschen machen, mit dieser Geschichte, um die es geht an Karfreitag und dann eben auch an Ostern. Und wir wollen alle Kanäle nutzen, die wir können, um die Botschaft, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern das Leben siegt, am Ostersonntag in dieser Kraft zu den Menschen zu bringen. Ja, die Kanäle, die es gibt, sind eine Menge digitale und da ist ja auch viel passiert und viel Kreativität dabei. Aber wir sehen ja auch jenseits von Ostern, die Menschen brauchen Kontakt, direkten. Und das können Sie als Kirche jetzt nicht herstellen. Wie gehen Sie denn persönlich damit um? Ja, das ist natürlich auch für mich persönlich ganz schwer. Ich habe auch den Impuls, die Nähe auch körperlich zu zeigen. Man muss sagen, dass die Merkwürdigkeit der Situation gerade für uns als Kirche darin besteht, dass all die Zeichen, die normalerweise ausdrücken, dass man verbunden ist, die Zeichen der Liebe, der Gemeinschaft, jetzt zum Feind der Liebe geworden sind. Umarmungen, Händedruck und ähnliches. Und wir versuchen jetzt durch viele Möglichkeiten in Kontakt zu kommen. Menschen entdecken das Telefon zum Beispiel neu. Da gibt es in den Gemeinden Telefonketten. Überlegen sich, wen können wir anrufen, wen müssen wir anrufen. Natürlich auch Printprodukte sind jetzt besonders wichtig. Aber dann vor allem digitale Kanäle, die schon jetzt zeigen, in wie vielfältiger Weise wir mit Menschen auch manchmal neu in Kontakt kommen können, gerade in diesen Tagen. Was sich da gerade abspielt in unserer Kirche, das macht mir Mut für die Zukunft. Da ist viel Kraft da, die ich spüre. Aber bei allen neuen Wegen, die es da gibt, haben Sie umgekehrt nicht auch die Sorge, dass viele dann plötzlich denken können, ach, das geht ja auch so ganz gut per Livestream, da brauche ich sonntags morgens nicht aufstehen und die Kirchen werden dadurch noch leerer? Ich glaube nicht, dass das passiert, denn ich glaube, es geht den meisten, wenn nicht allen so, wie es mir ja auch geht. Ich freue mich schon total auf den ersten Gottesdienst, wo ich wieder Menschen direkt vor mir habe, vielleicht dann auch, wo ich Menschen berühren kann, wo ich am Kirchenausgang jedem die Hand geben kann. Wir wollen doch miteinander in direkten Kontakt treten. Insofern sind die digitalen Kanäle richtig gut, gerade in diesen Zeiten, und man kann sich sehen, man kann lachen, man kann weinen, auch über digitale Kanäle, aber es ersetzt nie und nimmer die direkte persönliche Begegnung. Nun dürfen Baumärkte weiter aufhaben, Kirchen aber nicht. Nicht mal an Ostern, dem höchsten christlichen Feiertag. Ist die Kirche offenbar also nicht mehr systemrelevant? Nein, ich glaube, dass schon sehr genau gesehen wird, dass die Kirche gerade jetzt in diesen Tagen von ganz besonderer Bedeutung ist. Aber wir würden unsere eigene Botschaft konterkarieren, wenn wir jetzt diese Restriktionen nicht mittragen würden. Denn die Botschaft hat zu tun mit dem Doppelgebot der Liebe, Gott lieben und den Nächsten lieben. Und wenn es wirklich so ist, wie die Experten sagen, dass solche Versammlungen, wie sie eben auch bei den Gottesdiensten stattfinden, ein Risiko gerade für die Verletzlichen, für die Schwachen, für alte Menschen bedeuten, ja, dann würden wir unsere eigene Botschaft dementieren, wenn wir jetzt darauf bestehen würden, dass wir uns da versammeln. Deswegen sagen wir, wir finden andere Kanäle. Und wir haben ja jetzt auch schon in dem Beitrag eben sehen können, wie kreativ unsere Pfarrerinnen und Pfarrer oder die Ehrenamtlichen in den Gemeinden sind. Insofern glaube ich, wird es eher in die andere Richtung gehen. Aus diesen Erfahrungen wird auch eine Veränderung unserer Kirche entstehen, die dahin geht, dass wir nah bei den Menschen sind. Das ist jedenfalls meine große Hoffnung.
Im Ring um einen Ausstieg aus dieser Situation gibt es ja die Diskussion, statt alle zu beschränken, nur bestimmte Risikogruppen zu isolieren, etwa Ältere oder Menschen mit Behinderung. Wie sehen Sie das? Da bin ich sehr vorsichtig, denn das kann leicht dazu führen, dass bestimmte Gruppen, die dann in Quarantäne gesetzt werden, ausgegrenzt werden. Und das ist ja auch in der Praxis ganz schwierig. Wie sollen denn die Pflegekräfte genau abgegrenzt werden von dem Rest der Bevölkerung? Ich glaube, das muss anders laufen. Ich glaube, wir müssen alle miteinander, so wie wir das jetzt ja auch erlebt haben, alle miteinander mithelfen, solidarisch miteinander sein, mithelfen, dass wir über diese Krise hinwegkommen und dann vielleicht hinterher eine noch solidarischer Gesellschaft sind. Deswegen, ich glaube, der Weg ist richtig, dass wir miteinander, im Kontakt miteinander und eben auch mit den Restriktionen, die dann notwendig sind, diese Krise bewältigen. Also die Gefahr aus meiner Sicht ist zu groß, dass wir bestimmte Gruppen dann einfach wirklich aus der Gesellschaft heraushalten. Das lässt sich nicht durchhalten und es ist, glaube ich, auch nicht gut. Ostern ist ja das Fest der Freude. Was würden Sie den Menschen mitgeben dann an diesem Tag? Ja, wenn wir am Ostersonntag rufen, Christus ist auferstanden, dann rufen wir das nicht hinweg über die Köpfe all der Menschen, die jetzt schweres Leid tragen, die Angst haben. Aber wir rufen es mit großer innerer Überzeugung, weil es die Überzeugung ausdrückt, dass am Ende nicht der Tod das letzte Wort hat, sondern das Leben siegt. Diese Hoffnung, die habe ich selbst und die wollen wir alle miteinander weitergeben. Sagt der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Vielen Dank, Herr Bedford-Strom, für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Zambroni. Welche Rolle müssen die Kirchen in diesen Zeiten einnehmen? Dazu ein Kommentar von Tilman Kleinjung vom Bayerischen Rundfunk. So ein Osterfest gab es noch nie. Karfreitag und Ostern ohne öffentliche Gottesdienste und das flächendeckend im ganzen Land. Die Kirchen müssen ihre Botschaft unter erschwerten Bedingungen an die Christin und an den Christen bringen. Sie sollten aber nicht der Versuchung erliegen, diese Krise geistlich zu überhöhen, die Pandemie als Chance für den Glauben, als Übung Verzicht zu lernen. Der erzwungene Verzicht auf Gemeinschaft, Geschäft oder gar Gesundheit ist kein Segen, sondern eine Katastrophe. Papst Franziskus macht es vor, der Platz eines Christen ist auch jetzt an der Seite der Leidenden, also der Kranken auf den Intensivstationen und an der Seite der Angehörigen, die oft nicht einmal persönlich Trost spenden dürfen. Und dann der Blick über unseren deutschen Tellerrand. Länder, die diese Krise schlimmer und früher getroffen hat, brauchen unsere Solidarität, Italien oder Spanien. Und Länder, deren Gesundheitssystem nicht so gut funktioniert wie unseres. Das ist ja gerade die Botschaft des Karfreitags, die Not der anderen in den Blick zu nehmen, christlich gesprochen Nächstenliebe. Dazu gehört auch die Bereitschaft der Kirchen, in diesen Tagen auf öffentliche Gottesdienste zu verzichten, um Menschenleben zu schützen. Nicht auszudenken, wenn die Ostergottesdienste zum Durchlauferhitzer für den Virus würden. In früheren Jahrhunderten waren die Kirchen vor allem in Zeiten von Pest und Krieg ein gesuchter Anlaufpunkt. In einer säkularen Gesellschaft gilt das so nicht mehr. Und trotzdem gibt es in dieser Krise auch eine Erwartungshaltung an die Kirche. Runter von den Kanzeln, hin zu den Menschen und nicht warten, bis die Kirchentüren wieder geöffnet werden. Die Meinung von Tilman Kleinjung. Der Tod, so wissen Bestatter, der Tod braucht Zeit. Er braucht Platz und er braucht Nähe. Zeit, um zu begreifen, Platz für die Trauer und Nähe für Trost. Doch vor allem Nähe ist derzeit kaum möglich. Das Virus hat sogar den Tod verändert. Schon das Sterben ist einsamer geworden. Und eine Beerdigung mit Mindestabstand und ohne Umarmen, das verlangt viel ab von Verwandten, Freunden und Weggefährten. Corona macht den Tod, so haben es Jenny Rieger und Barbara Siebert erlebt, im traurig treffenden Wortsinn trostloser. Diese Familie ist gekommen, um Abschied zu nehmen von ihrem Vater, ihrem Ehemann. In normalen Zeiten würde Bestatterin Jennifer Schmidt den Trauernden jetzt die Hand geben zur Begrüßung. In normalen Zeiten. Hallo. So aber ist in 2 Metern Abstand Schluss mit der Anteilnahme. Ein Hallo, mehr ist nicht drin. Trauern. In Zeiten von Corona. Das ist alles ein bisschen anders als früher. Ne? Schwierig und anders. Schwierig und anders. Für die Angehörigen und auch auf dem Friedhof. Hier wird gerungen mit den neuen Regeln und um jeden einzelnen Meter. 20 Meter Abstand soll der Trauerredner von den Trauernden halten wegen Corona. Dass es notwendig ist, versteht er. Aufregen tut es ihn trotzdem.
der Kontakt zu den Angehörigen, das eigentlich wichtig ist, den kannst du gar nicht richtig rüberbringen, obwohl man gerne möchte. Und manchmal sieht man ältere Herrschaften oder Damen und Herren, wo die gerne mal knuddeln, weil sie es einfach dermaßen mitnimmt, kannst du alles nicht machen. Und das ist halt sehr nervig. Es sind nicht mehr Beerdigungen, die seit Corona hier stattfinden, aber sie sind definitiv anders. Musik, ist das geklärt? Ja, findet nicht statt. Gut, also ganz ohne? Genau. Mit ohne. Ohne Musik, ohne große Trauergemeinde. Nur wenige Angehörige dürfen dabei sein, wenn ein Mensch in diesen Tagen zu Grabe getragen wird. Für Bestatterin Jennifer Schmidt ein Problem. Die Nähe fehlt, sagt sie, die Anteilnahme. Uns belastet ganz arg die momentane Situation mit den Angehörigen. Und da ist so ein großer Konflikt, weil viele Menschen jetzt auch nicht trauern können, so wie sie es möchten, und Abschied nehmen können, so wie sie es eigentlich verdienen. Und es ist für uns halt auch schon eine emotionale Belastung. Nebenan wird eine Verstorbene versorgt. Thanatopraktiker Sven Paris wird sie waschen, anziehen, für ihre Beerdigung vorbereiten. Eine letzte Ehre, behutsam, würdevoll. Wäre sie an Corona gestorben, dürfte er all dies nicht tun. Aber bislang gab es hier noch keine Corona-Toten. Wir dürfen Corona-Bestätigte nicht versorgen. Die kommen in luftdichte Hülle, die wird verschweißt, dann wird die Hülle desinfiziert von außen, dann kommt der Verstorbene in den Sarg und danach wird der Sarg auch nochmal desinfiziert von außen. Und plötzlich wird diese reine Theorie zur Praxis. Wir haben gerade einen Anruf bekommen und haben tatsächlich jetzt einen Corona-Verstorbenen. Okay. Also der wird jetzt gleich im Krankenhaus abgeholt. Gut. Der erste Corona-Tote. Nun ist das Virus auch hier angekommen. Kennzeichnen alles, den Sarg. Auf dem Friedhof hat die Trauerfeier begonnen. Die Menschen nehmen Abschied von dem Ehemann, von dem Vater. Die Stühle sind weit auseinandergerückt, ungewohnt, ungemütlich, aber den Regeln entsprechend. Dann der Gang zum Grab in gebührendem Abstand voneinander. Aber ein wenig lässt die Trauer die Menschen doch zusammenrücken. Wer will es ihnen verdenken? Und plötzlich gibt es sogar doch noch Musik, nur eine Mundharmonika zwar, und doch ein kleines Stück Würde, fast wie Corona zum Trotz. Ich habe mein Grundstudium an der Universität in Konstanz absolviert und von den vielen Vorzügen dieser wunderbaren Gegend am Bodensee war einer meiner Liebsten die unmittelbare Nähe zur Schweiz, etwa um Kommilitonen zu besuchen oder auch Schokolade zu kaufen. Was so einfach wie selbstverständlich war. Konstanz und das Schweizer Pendant Kreuzlingen, das wären im Prinzip eins, wenn nicht die Grenze mittendurch verlaufen würde. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist diese sonst kaum spürbare Linie geschlossen. Mit vollkommen ungewohnten Auswirkungen, wie Sebastian Deliger und der von der deutschen Seite und Daniela Diehl von der Schweizer Seite berichten. Der Bodensee. Auf natürlichem Wege verbindet er Deutschland mit der Schweiz. Doch an Land trennt plötzlich ein Zaun beide Länder und ein Virus. Konstanz und Kreuzlingen, eigentlich fast schon eine Stadt und das seit Generationen. Ein Zaun auf jeder Seite hält sie jetzt auf Abstand. Geschlossene Grenzen als Schutz vor Corona. Zwei Studentinnen, die sich schon seit der Schule kennen, jetzt müssen sie durch Metallgitter blicken, um einander zu sehen. Ja, es ist schon irgendwie ein sehr komisches Gefühl, also total seltsam. Wenn man ja gewohnt war, dass hier immer alles auf ist und wir uns ja auch immer hier getroffen haben und es total normal war, dass jetzt einfach alles anders ist. Alles anders, nichts mehr normal. Freunden nah zu sein, geht nicht mehr an dieser Grenze. Vor der Corona-Krise verband hier Kunst die Menschen. Moderne Skulpturen symbolisierten Magie, Liebe, Glück. Alles schien frei, bis das Virus kam und damit der Zaun. Werner Kilian und Cornelia Sievert. Sie Schweizerin, er Deutscher. Seit 2 Jahren sind sie ein Paar und konnten sich sehen, wann immer sie wollten. Jetzt treffen wir uns einmal die Woche am Zaun, um uns wenigstens zu sehen. Und das ist schon, am Anfang ging es, aber mittlerweile geht die Geduld auch aus. Und für uns alle ist es einfach schwer. Wenn es dann die Grenzen, hier zuerst mal die Zäune wieder weg sind, werden wir überlegen, dass wir heiraten auf jeden Fall.
Eine Grenzerfahrung, auch für den Konstanzer Oberbürgermeister und den Kreuzlinger Stadtpräsidenten. Ihre Bundesregierungen waren es, die ihnen eine sichtbare Grenze zwischen ihre Städte gestellt haben, sagen sie. Das ist ja alles nur deshalb überhaupt auszuhalten, weil man weiß, es geht jetzt hoffentlich nur noch um Tage, bis die Entwicklung dann so ist, dass man das alles ganz schnell wieder zurückbauen kann. Zwei Länder, zwei Städte, aber eine Gemeinschaft in normalen Zeiten. Wir teilen Buslinien miteinander, wir können uns mit Wasser gegenseitig notversorgen, mit Strom, wir versorgen die Schweiz mit Breitbandanbindung, wir löschen unsere Brände gemeinsam, die Feuerwehren gehen über die Grenze, wenn es Unterstützung braucht. Und dann ist für uns klar, wir sind eine Stadt. Auch sein Kollege, der Kreuzlinger Stadtpräsident, sieht das so. Allerdings findet er in dieser Situation einen zweiten Zaun notwendig. Bevor wir diese zweite Sicherung aufgestellt haben, haben sich hier an diesem Standort sehr viele Personen angesammelt, die natürlich den Kontakt gesucht haben zu Familienmitgliedern oder Freunden auf der deutschen Seite. Und da hatten wir teilweise 50, 100 Personen hier auf dieser kurzen Grenze. Und zwar noch vor einer Woche. Rückblick. Ein Zaun und eine große Party. Kein Mindestabstand, kein Schutz vor dem Coronavirus. Deshalb der zweite Zaun. Heute drohen Geldbußen von 100 Schweizer Franken für den, der die Kontaktbeschränkung verletzt. Barbara Brautmann, sie leidet. Ihr Lebensgefährte ist ihr nah und doch unerreichbar. Wir gehören zusammen, auch wenn ich jetzt Kreuzlingerin bin. Er ist Konstanzer und wir hatten eigentlich immer gemeinsame Haushalte. Aber jetzt ist ein Zaun dazwischen. Erinnert mich ganz ehrlich ein bisschen an frühere Zeiten. Für beide kam der Bau des Zauns so überraschend, dass ihre persönlichen Sachen noch jenseits der Grenze sind. Ich habe eine Sonnenbrille von meiner Partnerin dabei. Da werden wir jetzt nachher zum Zollamt hier vorlaufen und fragen, ob ich ihr die Sonnenbrille rüberreichen darf. Die hat sie bei mir vergessen. Doch die Schweizer Grenzbeamten sind streng. Wird es ihm gelingen, die Brille zu übergeben? Er schafft es, sogar auch eine Berührung, trotz Abstandsgebot. Haben Sie Aufnahmebewilligung? Jetzt gucken wir, dass wir sonnigeren Zeiten entgegengehen, wie sie jetzt sind. Vorerst muss aber jeder auf seiner Seite der Grenze seinen Alltag leben. Und irgendwann werden Konstanzer und Kreuzlinger Zäune und Virus gemeinsam hinter sich lassen. In einer Zeit ohne Corona. Beziehungen über Corona-Grenzen hinweg. Heute gab es auch wieder aktuelle Zahlen zur Pandemie in Deutschland und mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Jens Rieber. Die Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland ist weiter gestiegen. Das Robert-Koch-Institut bestätigte heute 113.525 Infizierte. Das ist ein Anstieg um etwas mehr als 5.300 im Vergleich zu gestern. 2.373 Menschen starben infolge einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Etwa 53.900 sind bereits wieder genesen. Die Appelle der Bundesregierung, zu den Osterfeiertagen auf Reisen zu verzichten, zeigen offenbar Wirkung. Auf den Autobahnen gab es am heutigen Karfreitag kaum erhöhtes Verkehrsaufkommen. Auch bei der Bahn blieb der übliche Anstieg von Fahrgästen zu den Osterfeiertagen aus. UN-Generalsekretär Guterres hat davor gewarnt, dass die Corona-Pandemie die Menschenrechte und die internationale Sicherheit bedrohe. Es könnten Unruhen ausbrechen und Staaten dadurch destabilisiert werden, sagte Guterres bei einer Videokonferenz des UN-Sicherheitsrates. Auch Terroristen könnten versuchen, die Unsicherheit auszunutzen. Guterres wiederholte seinen Aufruf zu einem globalen Waffenstillstand. Der Sicherheitsrat hat zum ersten Mal über die Pandemie beraten. In Warschau haben Politiker 10 Jahre nach dem Flugzeugabsturz von Smolensk an die 96 Toten erinnert. Der Zwillingsbruder des damals ums Leben gekommenen polnischen Präsidenten Lech Kaczynski legte einen Kranz nieder. Auch Ministerpräsident Morawiecki nahm an der Zeremonie teil, die wegen der Corona-Pandemie ohne Publikum stattfand.
Bei dem Absturz am 10. April 2010 waren nahe dem russischen Smolensk viele ranghohe Regierungs- und Militärvertreter Polens ums Leben gekommen. Für viele Christen gehört zum Karfreitag ein Musikstück einfach dazu, das an einem Karfreitag zur Uraufführung kam, und zwar in Leipzig im Jahr 1724. Die Johannespassion von Johann Sebastian Bach. Im Wortsinn also ein Klassiker. Vom großen Meister einst komponiert für einen großen Chor. Der darf in diesem Jahr aber nicht singen. Die Stadt Leipzig hat wegen Corona bereits ihr Bachfest im Juni absagen müssen. Aber ihre Passion, die lassen sie sich nicht nehmen. Nur strömte diesmal nicht alle Welt zur Musik, sondern, berichtet Sven Knoblauch, die Musik in alle Welt, gesungen von aller Welt. Die Johannespassion von Johann Sebastian Bach, aufgeführt von nur drei Musikern in der leeren Leipziger Thomaskirche, dem Ort, an dem Bach gewirkt hat und an dem er begraben liegt. Der isländische Tenor Benedikt Kristjansson hat das Werk für die kleine Besetzung bearbeitet. Er hat immer davon geträumt, hier zu singen, sagt er. Nun tut er das zum ersten Mal, ohne Zuschauer vor sich, dafür übertragen in die ganze Welt. Man muss diesen Gedanken in sich haben, es gucken so viele zu. Die sind halt nicht hier. Körperlich sind die nicht hier, aber die sind trotzdem da, im Geist sozusagen. Bachchöre aus aller Welt haben die Choräle für den Livestream eingesungen, zum Beispiel aus Kanada oder Malaysia. Die Passionsmusik von Bach erklingt seit 170 Jahren an Karfreitag in der Thomaskirche. Eine Tradition, die das Leipziger Bach-Archiv auch in diesen Zeiten nicht aufgeben wollte. Es ist einfach eine Musik, die unglaublich wirkt, die auch Trost und Zuversicht spenden kann. Ja, die haben wir in diesem Jahr im Besonderen nötig. Und ich glaube, deswegen dürstet vielen jetzt während der Corona-Krise auf ganz besondere Weise eigentlich nach Bach. Bach-Freunde in aller Welt haben mitgesungen und sich dabei gefilmt. Dieser Mann kommt aus Niedersachsen, dieser aus Paraguay. Es ist ein Symbol für eine Gemeinschaft. Alle haben das gleiche Problem und wir müssen uns zusammentun, sodass wir das Problem lösen können. Und ich finde, das mit Gesang zu zeigen, einfach sehr, sehr symbolisch, sehr, sehr schön. Mehr als 200.000 Menschen haben die Übertragung verfolgt, wie so viele zurzeit räumlich getrennt, heute aber in Bachs Musik vereint. Und wir schauen zum Schluss noch aufs Wetter. Vom Eise befreien musste der Frühling dieses Jahr ja nicht so viel. Claudia, gilt das auch fürs Wochenende, das vor uns liegt? Ja, Ingo, auf jeden Fall. Da ist nichts mit Eis. Dafür ist es viel zu warm und auch sehr sonnig, so wie heute beispielsweise. Blick auf Frankfurt, blauer Himmel. Ähnlich wird es die nächsten zwei Tage weitergehen. Morgen vor allen Dingen nach Südwesten hin 12 bis 14 Stunden Sonne, so Richtung nördliches Schleswig-Holstein 6 bis 8 Stunden. Sonntag dann im Osten am meisten Sonnenschein, auch da bis zu 14 Stunden. Aber die meisten von uns kommen nicht zu kurz. Jetzt in der Nacht gibt es noch ein paar Schleierwolken im Norden. Letzte Quellwolken fallen über den Bergen zu. Zusammen noch morgen drücken dann auch mal dichtere Schleierwolken in den Norden Deutschlands. Sonst scheint die Sonne häufig und lange. Ein paar Quellwolken gibt es dann über dem Bergland. Die Temperaturen gehen in der Nacht ordentlich zurück. 11 Grad so Richtung Saarland, minus 2 Grad im Nordosten und morgen Nachmittag am wärmsten wieder im Südwesten mit Höchstwerten von bis zu 26 Grad. Sonntag dann insgesamt in der Westhälfte einzelne Schauer und Gewitter. Sonst verbreitet sonnig mit bis zu 26 Grad. Montag kommt eine Kaltfront und das bedeutet dann deutlich niedrigere Temperaturen und am Montag auch mal wechselhaftes Wetter. Claudia Kleinert, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen des heutigen Tages. Hier im Ersten folgt jetzt der Spielfilm Die Kinder der Villa Emma. Die nächste Tagesschau, die geht um 1.25 Uhr. Und Tagesthemen dann morgen Abend wieder. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.